Polizisten werden ja gerne auch mal als Hüter des Gesetzes bezeichnet. Wie verhält es sich aber, wenn ein Polizeibeamter beispielsweise bei einer Querdenkerversammlung Verschwörungstheorien verbreitet und der Regierung Verfassungsbruch vorwirft? Er macht doch eigentlich nur von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch, oder nicht? Über diese Frage musste gerade das Verwaltungsgericht Hannover eine Entscheidung treffen. Der Polizeibeamte hatte hier offensichtlich eine besondere Nähe zur Reichsbürgerbewegung. Die Nähe zu Querdenkern und Reichsbürgern sei aber nicht ganz unbedenklich und könnte unter Umständen sogar den Job kosten. Nach Auffassung des Gerichts habe ein Polizeibeamter nämlich die Pflicht, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen. Und zudem habe er auch ein besonderes Dienst- und Treueverhältnis zum Staat. Das durch den Polizeibeamten bei den Querdenker-Demonstrationen an den Tag gelegte Verhalten bzw. seine Äußerungen dort würden sich aber nach Auffassung des Gerichts eben gerade nicht mit seinem Beruf vertragen. Der Polizeibeamte habe jedenfalls eine eindeutige Nähe zur Reichsbürgerbewegung. Denn in einem Antrag für einen Staatsangehörigenausweis hat er zum Beispiel das Geburtsland Preußen und eben nicht Deutschland angegeben. Und seinen eigentlichen Personalausweis hat er dann wohl auch noch abgegeben. Damit würde der Polizeibeamte die Legitimität des Staates in Frage stellen. Es ist nämlich so, dass die Reichsbürger ja die Existenz der Bundesrepublik Deutschland bestreiten und ihre Rechtsordnung somit auch nicht anerkennen. Der Polizeibeamte aus Hannover hatte zunächst eine Rede bei einer Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Dortmund gehalten und wurde deshalb schon vom Dienst suspendiert. Dann soll er dazu wohl aber auch noch in seiner Funktion als Polizeibeamter, ich glaube, der war Kriminalhauptkommissar, keine Ahnung, seine Kollegen aufgefordert haben, in der Corona-Frage doch mehr ihrem Gewissen zu folgen als dem Gehorsam. Das ist immer so eine Sache mit dem Gehorsam. Der zuständige Richter soll wohl auch den 58-jährigen Polizeibeamten darauf hingewiesen haben, dass er zwar insgesamt ein guter Beamter gewesen sei in seiner Laufbahn, aber im Dienst aufgrund der vorgenannten Problematik nichts mehr zu suchen hätte. So obliegt es natürlich dem Polizeibeamten, grundsätzlich zornig zu sein, und er dürfe natürlich auch Kritik ausüben, aber das sogenannte Schwadronieren über angebliche geheime Militäroperationen, Bunker unter dem Berliner Flughafen oder dem Stuttgarter Bahnhof, wo seiner Auffassung nach Migranten untergebracht würden, oder auch das Verunglimpfen der Bundesregierung als Regime sei insgesamt nicht mehr im Dienst tragbar. Auch wenn der Polizeibeamte selbst dies als Kneipengespräch abgetan hat, wies das Gericht darauf hin, dass es sich hier doch wohl um mehr als nur ein Kneipengespräch handeln würde, zumal er ja auch einen Staatsangehörigenausweis beantragt habe. Wohl kaum in der Kneipe, obwohl man weiß es nicht. Ich glaube, Impfausweise bekommt man da ja auch. Das Verwaltungsgericht Hannover kam also mit Urteil vom 28.04.2020 zu dem Entschluss, dass der Polizeibeamte für den Dienst nicht mehr tragbar war und somit seinen Hut oder seine Mütze nehmen muss. Was eigentlich mit Xavier Naidoo? Wollte der jetzt nicht auch zur Polizei? Vielleicht bringe ich das auch durcheinander, ich weiß es nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Muckout.